Megamäßig. Sowas habe ich noch nie gefunden. So, erstes Signal, ich habe es gerade schon gesehen, erstes Signal, ich habe jetzt die Kopfhörer auf, weil das auch sehr windig ist, erstes Signal, eine Schnalle, entweder Schuhschnalle oder Kniebundschnalle, irgendwie sowas in der Art. Schönes Ding, du, herrlich. Hier ist wieder so eine Stelle, hier ist ein Spatz geplatzt. Hier ein klares 23er. Ein 23er. Wo ist es hin? Ist es schon wieder weg oder was? Was ist das? Das Wandersignal. Hier ist es. Ah. Ja, das Rückteil. Oder ist das ein Rückteil? Nee. Wir haben ein G. Ich habe den G-Punkt gefunden. Da ist er. Jetzt kommt noch was Schönes. Das sieht auch wieder aus wie Bronze. Irgendeine Art Öse. Der Wind pfeift. Irgendeine Art Öse. Auf jeden Fall Bronze abgebrochen. Schade. Sieht aber sehr schön aus. Schade. Ja, das war jetzt auch ein recht schwaches. Das gucken wir mal hier hinfilmen. Das ist recht laut hier an der Straße. Hier ist die Straße gleich. Hier. Oh, Alter. Was ist das? Petschaft? Nee. Was ist denn das? Was ist denn das? Hä? Hey. Ich dachte gerade eine Petschaft. Im zweiten Moment dachte ich ein Ring. Ist aber weder das eine noch das andere. Was ist denn das? Die Frage immer, was ist denn das? Ich kann mir mal was Neues einfallen lassen. Könnte man mal in die Kommentare schreiben, was ich sonst fragen könnte. Aber man ist ja im ersten Moment so aufgeregt. Auf jeden Fall Bronze gegossen. Vielleicht ist es das Oberteil von einer Glocke gewesen. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich dachte wirklich im ersten Moment, es ist eine Petschaft. Oder ist es eine? Nee. Nee, ist nicht drauf zu sehen. Ist absolut blank. Absolut blank. Ja, das ist schon mal ein anderes Fundbild wie auf dem anderen Acker. Trotzdem sehr schön. Jetzt kam ein altes Schaufelblatt. Das ist ein altes Schaufelblatt. Von einer roten Schaufel, sowas hat ich mal als Kinderschaufel. Aber die wird ein paar Tage älter sein hier. Das ist hier so ein 18er, hier ist so ein leichtes Fietschen mit drin. Mal sehen, was das bedeutet, das leichte Fietschen. Wie gesagt, ich bin ja noch in der Kennenlernphase. Was den Equinox angeht hier. Haben wir einen Eisenton an? Nö, kommt nicht. Eisenton kommt nicht. Da drin? Das ist ja komisch, dass das war, wo die Erde zu war, war stärker das Signal. Hä? Ich mich wieder vertan hier. Na, wo ist es denn jetzt? Habt ihr es schon in der Hand gehabt hier? Doch so groß, hier.
Klasse. Also Blech. Also ein richtig knalliger, stabiler 27-28er. Der quiekt da richtig, ey. Jetzt weiß ich warum. Weil das ein richtig schönes, großes Stück Blech ist. Alter. Toll. Ein 30er, ganz schön hohes Signal. Und klar ist klar, die Minelab-Kenner, die lachen mich jetzt bestimmt aus und sagen, ey Alter, die Scheiße brauchst du gar nicht buddeln. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Deswegen muss ich nachgucken. Sind wir schon was? Ah, nee. Nee? Hier haben wir's. Was ist denn das? Alter, ist das ein Ring? Junge! Was ist denn das für ein Riesenapparat? Ist das ein Ring? Oder ein abgesägtes Stück Rohr? Also, gerade wie die Kanten sind hier, kann es so ein abgestücktes Sägrohr sein, ein abgesägtes Rohrstückel. Oder dachte ich erst mal, wenn es ein Ring wäre, ein bisschen groß gewesen. Na gut. Hier ist wieder so ein sehr kräftiges Signal. 18. Richtig. Draußen ist es 23. Musketenkugel ist es schon mal nicht. Draußen muss es sein. Ja, das. Toll, ein schönes Stückchen Blech. Das hat mir noch gefehlt in meiner Sammlung. Knallhartes Zehner. Kann das sein? Was ist denn jetzt so? Batterie runter oder was? Hä? Batterie runter? Ich hab natürlich keine mit. Oh, ist nicht dein Ernst, oder? Geht noch. Ich halte eine Weile durch jetzt hier. Wir haben einmal einen Teil einer Patronenhülse. Hier ist wieder so ein knallhartes 24er. Also ich hatte gerade so Haufen zwischen 15er und 16er. Da habe ich festgestellt, das ist meistens irgendwie schon Müll oder Blei. So, 22 vorne hatte ich gemerkt, das war Bronze. Und jetzt 24, wieder Blech? Nee, ja. Irgendein Griff von irgendeiner Landmaschine bestimmt. Und das Schöne bei der Weste ist ja, dass die wie ein Rucksack ist. Da habe ich noch ein paar dünne Handschuhe drin gehabt. Weil jetzt fangen an die Hände zu schwitzen. Das ist jetzt so warm geworden hier in der Sonne. Immer noch drin. Oh, guck dich das mal an hier. Das nenne ich mal einen Wurm. Hier, herrlich. Sowas brauchst du zum Angeln. Jeder Alte streichelt seinen Wurm auf dem Feld. Haben wir es draußen? Hä? Wieder komisches Signal. Noch geht er. Der Pinny, der Pointer. Da ist es. Was ist das? Stück Blech. Na gut. Aber ist ein 20er. Ein 20er. Relativ oberflächlich. Toll. Ja, Blech. Blech. Gerade hatte ich Alufolie. Das war 8. Nee, Datsche. Tube. Eine Tube. Ein Tübchen. Beim Datsche ist es ja der Eincremer. Ha.
bist du hier vielleicht unterwegs. Machen wir mal live. 22. 22. Immer noch drinnen. Also da geht schon ein ganz schönes Stück tiefer wie der Orks. Und deswegen wollte ich ja eben mal die Multifrequenz ausprobieren. Ob das einen großen Unterschied macht. Hier war gerade was. Hä? Ach, da haben wir es. Oh, nee. Oh, 50 Pfennig DDR. 50 Pfennig DDR, aber die sehen eben auch noch gut aus, ne? Das war noch Qualität, das Geld. Leicht, da konntest du einen Haufen mitschleppen, wenn du einen Haufen gehabt hättest. Und sieht da aus wie neu, das Ding hier. Guck dir mal die Euronen heutzutage an. Die zerbröseln schon beim Angucken. Von 1958. Hammer. Und das ist das Schöne an der Weste hier. Jacke aus. Jacke hier rein. Arschlecken in meinen Fundbeutel, hätte ich sie nicht reingekriegt. So muss das sein. Schön. Und weiter geht's. Das war ein ganz hohes 31er Signal. Das sieht aus wie so ein Rücklicht hier, so ein Reflektor vom SR1 oder SR2. Würde ich sagen. Kenner, könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare. Klar ist klare 22. Immer noch. Klar ist klar. Aber an Frauenschaft glaube ich hier nee. Das wäre komisch. Die habe ich alle bis jetzt von dem anderen Acker. Ja? Blech. Musste haben. Immer Blech. Hier das nächste. 20. Sehen wir schon was? Nee. Hier. Was haben wir denn hier? Was ist das? Blei. Sehr schwer. Der Wind pfeift. Bleifigur oder ist das hier bloß Bleiklumpen? Das ist keine Figur, das ist ein Klumpen. Oh, das pfeift jetzt hier. Ein Klumpen Blei. Ganz schön schwer. Mal wieder ein 22er, das sitzt hier am Rand. Draußen muss es sein. Ja. Wieder Detterette. Aber diesmal 10 Pfennig. Ist das Fänge? So eine große Kugel Eis gewesen, oder? Könnt mich korrigieren. Und du, was heißt Kugel? So ein Softeis? Hör ich mit deinem Eis. Datsche, ich glaube, dein Einkrämer ist umgezogen. Das sitzt die vierte hier. Dieser Penner. Ein 18er. Musketenkugel, hä? Nee. Lechus erectus intercepticus. Naja. Dose. Jetzt hatte ich gerade was Komisches hier. Das sieht aus wie Münzen aneinander gelötet. Was ist denn das? Wie aneinander gelötete Münzen? Sind das Münzen? Kupfer ist es auf jeden Fall. Oh, der Wind pfeift. Sind da mehr davon? Ist das Kupfer? Was ist das? Müssen wir mal ein bisschen aus dem Wind drehen. Also Kupfer scheint es auf jeden Fall zu sein. Das Münzen. Was soll das darstellen? Huh.
irgendwas Versilbertes dran. Was ist denn das? Puh. Keine Ahnung, was das ist. Sieht aber interessant aus. Ich putze das zu Hause mal. Gucken wir uns das da nochmal an. Das ist mein höheres 23. Ist aber tief, so wie es aussah. Gott, 35 oder mal höher. Na, immer noch drin, 25. Was sind das für ein Signal? Ein multiples Signal. Da hängt das hier am Rand. Wo ist das so tief wieder? Oh. Ha. Hier ist die Straße, das ist auch so laut dazu. Habt ihr gerade was gehört hier? Hier habe ich irgendwas gehört. Haben wir es hier schon? Wir haben es. Einmal Alu-Messergriff. Und Wert 31. Alles klar. Eine knallige 19. Ich gehe mal davon aus. Musketenkugel. Ja. Haben wir sie. Einmal Musketenkugel, eine Seite eingedellt vom Leutestock hier. Ansonsten unversehrt. Ein 24er. Wo ist es? Hörst du das nicht hier? Das ist ganz schön laut hier. Ah, hier haben wir es. Einmal knapp vor der Münze. Münze. Aber auch schon wieder tot hier. Schade. Das ist immer schade hier. Große, dünne Münze. Tot. Vielleicht können wir zu Hause mal irgendwas rauskitzeln. Ach, schlips, ne. Ist das denn nicht immer irgendwie eine Art von Relief oder so? Tot. Ja. Wir haben sie ihn verbuddelt auf dem Feld. Einen Ärmel haben wir gefunden. Huch, Knopf zur Feldschein. Was so ein Quietschen, das N20er. Das muss oben liegen. Oder doch nicht? Schon nicht? Hä? Doch, da liegt's doch. Hm, toll. Das sind Sachen, die braucht kein Mensch. Blech. Wie soll es auch anders sein? Kurz vorm Auto. Kamera hat wieder schlapp gemacht. Habe ich noch irgendein Teil gefunden hier? Das sieht recht interessant aus. Ich muss jetzt aber hier mit dem Handy filmen. Aber das sieht... Ja, geil. Hier guckt ja schon was raus. Muss mal auf den Spaten legen oben. Hier guckt er schon was raus. Was ist denn da? Das ist eine Buchschließe? Klar, das ist eine Buchschließe oder sowas, hä? Wo fühl mich denn hin hier hin? Wenn du jetzt scharf stellen würdest, ich wäre so begeistert. Megamäßig. Sowas habe ich noch nie gefunden. Genial. Die Runde beendet. War noch mal richtig schönes Wetter. Hier, Akku ist trocken. Ein paar schöne Fotos runtergekommen. Bis zur nächsten.